Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion 3. Wir sind nämlich schon bei der dritten Folge und in der letzten Folge sind wir hier gelandet und haben einen Schlüssel gefunden. Und da oben sitzt auch schon unser Hündchen. Und die letzte Folge war auf jeden Fall sehr interessant und ich würde sagen, machen wir auch direkt weiter. Also wir haben jetzt, wie gesagt, hier oben sieht man das. Das sieht man nur schlecht in der Kamera, aber hier oben ist so ein Schlüssel. Und ich glaube, der bringt uns in diese Tür rein. Aber davor gucke ich mich hier nochmal um. Wir springen mal. Okay. Was ist denn hier? Oh, ein Edelstein. Ah, eine Spinne. I. Ah, hallo, dich kann man doch bestimmt aufsaugen. Oha, tschüss, viel Geld. Ich weiß zwar immer noch nicht, was uns das Geld bringt, aber Hauptsache Geld. Okay, also hier ist jetzt erstmal nichts Großartiges. Gucken wir mal hier rüben. Also der Eingang hier ist versperrt. Okay. Hier ist immer noch der Aufzug. Der bringt uns jetzt nicht großartig was. Gucken wir mal hier in der Tür. Oh Gott. Ich hab schlechtes Gefühl, Leute. Hier ist bestimmt irgendwas Gruseliges wieder oder Geister. Oh, hier ist ein Bild, wo irgend so ein komischer Wissenschaftler drauf ist, glaube ich mal. So wie das hier aussieht. Erstmal springen. Ja, nochmal ein bisschen Geld. Oh nein, der Arme. Hier, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da was machen kann. Oh, Leute, irgendwie habe ich ein Gespür dafür, dass man irgendwie hier was ansaugen muss. Hier ist auch der Edelstein. Ja. Nice. Gucken wir hier mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Tür hier. Bitte keine Geister. Gut. Der erste Raum. Und rein. Warte, ist es nicht unsere Zimmeretage? Nee, die sah ein bisschen anders aus, glaube ich. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Schade. Einen Moment, Leute. So, jetzt. Ich habe davor nicht den ganzen Bildschirm gesehen. Oh Gott. Hier ist ein Safe, das sehe ich direkt. Ich bin noch nicht blind. Wir müssen nur das Kleid hier wegsaugen. Und hier ist ein Safe. Ich habe sowas von gesehen. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Nächster Edelstein. Ja. Hier ist was im Spiegel. Ey, Leute, ich bin so gut. Oh mein Gott. Was ist hier? Der Schlüssel, wusste ich's. Nice. Hier ist da noch. Hier ist eine Kiste. Aber die ist ja gar nicht da. Egal. Oh nee. Warum hängt denn ein Fahndungsbild von uns auf? Okay. Ja, ich mache euch jetzt sowieso fertig. Ihr könnt nicht, ihr Geister. Komm, komm nur her. Boom, boom. Was ist das? Du kannst mir auch nichts. Ich mache euch Damage, indem ich eure anderen Geister auf euch schleudere. Komm. Ja, easy. Die Geister können ja gar nichts, Leute. Okay, wir haben jetzt erstmal unseren Schlüssel. Gehen wir einfach mal damit hier rein.
Oh Gott. Oh, hier ist ein Ding zum Anleuchten. Das sehe ich auch wieder direkt. Oh, jetzt kommt was Spannendes. Was ist denn da für ein Teil drin? Eine neue Lampe. Nice. Oha. Das ist irgend so eine lilanes, keine Ahnung was. Damit kann man irgendwas anleuchten. X. Ah, auf X. Oha. Lol. Dieses Teil kann Bildern einfach ihre Gestalt aussaugen. Warte mal, Leute. Sind unsere Freunde nicht in Bildern drin gefangen? Heißt es, wir können mit dem Teil sie aussaugen? Also heißt sie reinsaugen? Hier war doch die Kiste. Ja, guckt, Leute. Hier war doch die Kiste. Jetzt müssen wir... Oh, ASMR hoch 10, ey. Ja, eine Kiste. Was kriegen wir? Und ein bisschen Leben. Ist doch auch schön. Okay, gehen wir weiter. Bin gespannt, was hier in der Tür ist. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Aber, oh, Leute, wartet mal. Wir haben doch jetzt dieses Teil, wo wir Sachen aus Bildern befreien können. Hier geht's weiter. Ah ja, und wenn wir dieses Teil haben, heißt es nicht, wir können ihn jetzt hier auch aus dem Bild befreien? Ja, können wir sogar. Und? Oh Gott, der kommt ja da wirklich aus dem Bild. Hallo, kann man dir helfen? Mhm, die Sprache habe ich ja auch noch nie gehört. Interessante Sprache. Mhm. Ich verstehe natürlich alles. Mhm. Ja, ja, ja. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Leute, wir werden es schaffen. Wir werden jeden befreien. Aha. Mhm, ich habe alles verstanden, wie immer. Mhm. Ah ja. Mhm, ja, ja. Ich verstehe alles. Ich glaube, er hat gesagt, dass wir ihn in die Garage bringen sollen. Also in die Dinge. Mann, jetzt, ich hab's vergessen. Oh, ich bin gerade so blöd. In Ding, wo wir ganz am Anfang waren, in diesem... Nicht, Tiefgarage, jetzt. Oh mein Gott, bin ich dumm. Hm? Luigi, ich hatte doch gesagt, der Aufzug ist da. Ach so. Oh, sorry. Ich hab nicht zugehört. Passt's mir. Ja, der Aufzug. Genau. Ja, ja, Geld, Geld, Geld. Hallo, hallo, hallo. Hallo, lecker, lecker, lecker. Okay, drücken wir diesen Aufzug erstmal. Aufzugknöpfe. Drücken wir mal B1. Ah, es hatte den Anschein, als würde dein Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen werden. Also Etage 2, glaube ich mal. Okay. Den werden wir später auch noch befreien. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind auf der ersten Etage.
Aufzug ist ja echt praktisch. Okay, dann halt nicht. Hey, gab's hier nicht irgendwas zum Aussaugen? Einen Edelstein. Ja, dich holen wir da schnell raus. Hallo. Komm zu Papa. Lecker. Okay, das hätten wir jetzt auch ausgesaugt. Und rein da. Oh nee, oder? Ist jetzt nicht wahr. Unser erster Bosskampf. Oh Gott, ich hab nichts Gutes im Gefühl. Okay, übertreib halt. Was habe ich dir getan, dass du mit mir nach Koffern wirfst? Komm, ich saug dich auf. Komm her hier. Du musst ihn Stromblitzen blenden, setzen in freien Blatt. Ja, nein, er ist gerade noch so entwischt. Komm, ich finde dich schon noch. Und bam. Bam. Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Komm her. Leute, es tut mir leid, ich bin wirklich noch ein Noob. Ich bin noch ein geisteskranker Noob, ehrlich jetzt. Hier bist du. Komm schon, hau nicht ab. Nein, Mann, ich bin gerade echt blöd. Ich kann den anderen Joystick irgendwie gerade nicht bewegen. Jetzt reicht's. Beim ersten Bosskampf losen wir schon so ab. Komm nur her. Okay, jetzt reicht's. Jetzt spiele ich ernst. Okay, warte. Ich muss eine Technik entwickeln. So kann ich den Joystick auch bewegen. Okay, gut. Ist halt nur etwas. Hier bist du. Ich wusste es. Scheiße. Komm, werf nur deinen Scheißkoffer. Komm, werf ihn. Jetzt bist du am Arsch. Komm her. Nein! Soll bloß herkommen. Der ist hier, ne? Komm her. Jetzt habe ich dich aber jetzt. Mann, ey! Leute! Dreckskerl, ey. Er regt mich gerade richtig auf, weil ich ihn nicht hinkriege zu besiegen. So, jetzt bist du tot. Und tschüss. Ja, da bist du auch schon weg, ne? Wir haben zwei Knöpfe. Okay. Nice. Sammeln wir hier mal unsere ganzen Herzen erstmal ein. Was bringen uns denn die Knöpfe hier, Leute? Erste und von der fünften. Von Etage 1 und von der Etage 5. Der unser Hund da nur mit seinem Lächeln, der hier sitzt. Oh, ist der süß. Du bist ein Tiss. Was passiert denn jetzt da?
Was? Nein! Haben wir jetzt ein eigenes Hauptquartier? Oder ist das einfach nur sein Labor? Ist aber auch nice, wenn wir jetzt ein Labor haben, wo wir immer hin können. Boha. Okay. Ich glaube, wir sollen erst hier rein. Aua. Mhm. Hehe, mein Labor. Irgendwas? Okay, dein Labor. Leute, hey, Mann, ich hasse das Gelaber immer. Ja, ja, du verstehst doch insgeheim nichts. Nervt. Was ist denn das? Drücke Plus. Wir haben noch was bekommen. Okay. Okay, Leute. Aber ich würde jetzt auch sagen, das war's erstmal mit der dritten Folge von Luigi's Mansion 3. Lasst ein Like und Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.